So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Y Egglock Challenge. Ja, mitten auf Route 4. Jetzt nicht mehr mit einem Frosch, jetzt mit einem kleinen Landhai. Ja. Wer meint, bei einer Egglock viel Pech zu haben, schaut sich das Team unten an. Also mit dem Team da unten kann man wirklich leben, kann man auch arbeiten. Die nächsten Arenen können ruhig auf mich zukommen. Gut, hier gibt es noch Trainer, hier gibt es Item. Ich nehme alles mit, denn der Landhai braucht Training. Ich habe mal ein bisschen trainiert, aber nicht zu sehr. Er kann schon Drachenwut und das ist schon auf Level 8 bisschen badass. Gärtner Björn. Krebskor! Krebskor, Krebskor! Zeit für ein Tequila! Nur Level 10 für die. Ein bisschen doll. Nehmen wir Boss Hugo. Hugo Boss. Blubber mich. Ich hätte theoretisch auch Drachenwut nehmen können, da wäre Krebskopf was down, aber ich bin nicht so der Freund, der in einer Lok mit underlevelten Pokémon unbedingt kämpft. Ich habe bei der Randomizer schon mal ziemlich Probleme dadurch gehabt und wie sagt man so schön, aus Fehlern lernt man. Fall um. Krebskopf. Genau, Tequila, werd mächtiger. Erhöhe dein Alkoholgehalt. Du meine Güte, jetzt hast du uns gezeigt, was deine Hacke ist. Und gleich zeige ich dir die Forke und dann fliegst du in den Misthaufen. Ein Gegengift. Oh Mann, Wildes. Was kriegen wir denn schönes Wildes? Nicht diese nervende Fee. Aber wie gesagt, Tequila braucht jeden Punkt. Kriegt auch jeden Punkt. Der EP-Teiler ist aus. Der wird wirklich nur im Fall, dass wir alle underleveled sind, dazu geschaltet. Ich weiß, je weit. Entweder wenn man dran oder weniger hat als der Gegner, macht man sich das schwer. Aber zu schwer will ich es nun auch nicht unbedingt haben. So, hier dürfte auch noch ein Gärtner drinne sein. Herzlich willkommen zu das versteckte Labyrinth. Die kleine Biene kriegen wir aber schon gekillt. Mach ruhig deinen Wind. Dafür lässt du das Drachenwutfeuer kennen. Und tschüss. Schön knusprige Honigmarinade. So, Superball, den nehmen wir immer gerne mit. 600 geschenkte Pokés. Ne, hier war keiner mehr drin. War der Gärtner nur im anderen? Ach, komm da raus. Oder war der hier unten mit drin? Ach, Labyrinth-Spieler. Ups. Item nehme ich aber mit. Supertrank, Gegengift, Superball. Hat 1400 wieder hier rumliegen gehabt. So, haben wir dann haben wir den Garten auch geschafft und können zum Brunnen. Ah, Sepa und Perlo. Schöner Brunnen. Ey, warte, duellieren! Dumme Position, ey, jetzt rauschen wir gleich in beiden rein.
Oh, ein Topsi. Gleich gibt's Grillhäubchen. Level 9 gegen Level 10 müssten wir eigentlich überstehen. Das reimt sich sogar. Und tschüss, Täubchen. Mein Team ist einsame Spitze. Euch würde ich gerne mal beim Skaten zusehen. Hast du doch gerade, als ich dich überholt habe. Wäre es nicht toll, wenn man gleichzeitig Skaten und Kämpfen austragen könnte? Also ich hätte jetzt nicht unbedingt Bock. Vor allem, wie langsam soll ich bitte rollen, wenn ich mal ein Kappador habe? Nur der Tiri traue ich mehr zu als Taubsi. Deswegen Tequila, Rückwärtsgang. Frisst die Aquaknarre. Oh Gott, ey. Hab ja gesagt, dass der Tiri kann nervig sein. Nerviger als Taubsi jedenfalls. Na super, Tequila Level 10. Schon 10% Alkoholgehalt. So, gehen wir mal schnell heilen. Wie gesagt, mein oberstes Ziel ist wirklich, so lang wie möglich keinen verlieren. Denn unsere Reservebank, ja, wie soll ich es nennen? Die Reservebank kann man in die Tonne treten. Ich meine, du kannst Froschaugensuppe und geschmorten Karpfen machen, aber der Rest funktioniert noch nicht. So, mal schauen, was haben wir noch? Da haben wir einen Trainer. Hier haben wir nur Busch und ein Kind. Zu viel Kinder. Ich mag die Pokémon nicht nur. Oh nein. Oh nein Gott. Eine Pokémon-Fetischistin. Pokéfan Mareike. Wenn die Pokémon nicht leben würde. Lieben würde. Wäre sie hier im Spiel falsch programmiert. Tequila. Verkohle. Ich glaube mal, Tequila wird Merrill jetzt erstmal eine Weile Konkurrenz machen, weil die Drachenwut ist natürlich auf dem Level ziemlich OP. Und Dratini lernt die auf Level 15 auch noch. Sprich, zwei kleine fiese Drachen mit fiesen Drachenattacken. Und noch ein Bomi. Und weg mit dir. Was verbindet dich und dein Team? Freundschaft? Liebe? Ihr seid etwas gespannt. Was mein Team mit mir verbindet, ist ganz einfach, dieses Team besteht komplett aus Zuschauern von Twitch, die mir Eier geschenkt haben und damit, ja, das erst möglich gemacht haben hier. Das Pokémon habe ich gerade erst im Tausch bekommen. Oh, ist das Dennis im Kindesalter? Vorschüler Carsten. Bist du der kleine Dennis, der gerade seine Wonderlock macht? Oh Gott!
scheiß Feldtausch gemacht. Die Gila muss sich echt zusammenreißen, nicht vor Lachen umzufallen. Eilig verschwendet da Drachenwut. Ja. Regel Nummer 1, mach Wundertausch, wenn du so eine Arschkarte bekommst. Ansonsten geh auf eine andere Route und fang dir ein Pokémon, wenn du eine Wanderlock machst. Oh, mal schauen, ob das kleine Kind genauso jammert. Hey, weißt du was? Ich will unbedingt gewinnen. Ja, dann komm mit dem Lugia Level 100 und dann ist dir der Sieg auch garantiert. Schwächt doch ruhig ab, Drachenwut. Oh, Tequila kommt ordentlich nach oben. Lassen. Aus einem einfachen Grund, liebes kleines Kindergartenkind. Wenn ich dich gewinnen lasse, ist die Eglock vorbei! Danke. So. Dem Labyrinth irgendwas? Oh ne, da sind dick und doof. Hallo, wir sind die Assistenten von Professor Platan. Da du dich verlaufen könntest, schauen wir dich schon beim Eingang ab. Ich habe meine Attacken bei der Karte mal perfektioniert. Kannst du Zerschneider? Los, Tequila, diesmal darfst du eine Krabbe grillen. Also Tequila ist little bit OP. Wie gesagt, danke an den Zuschauer, der mir den kleinen Drachen geschenkt hat. Ich könnte die beiden ja auch Bing und Bong nennen, wer die noch von früher kennt. So. Du liebst dein Pokémon-Team, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Pokéfan Darius. Pichu. Gleich gibt's Grichu. Und jetzt gibt es gleich gegrilltes Pikachu. Mach doch ruhig deinen Routenschlag. Mit Elektro kannst du eh nicht angreifen, weil ich halt Boden-Pokémon bin. Und tschüss. Da lag ich wohl goldrichtig. Du liebst dein Pokémon-Team wirklich sehr. Auch wenn gerade nur der Landhai gefühlt allein gerade die vierte Route rasiert. So, hier war noch einer drinne. Ein Gärtner. Der Garten ist der Hingucker auf dem Parterreweg. Weißt du, wie man seinen Garten nennt? Gewinne gegen mich und verrate es dir. Danke, du kannst es aber auch sein lassen.
Los geht's! Noch einmal gegrillte Krabbe für Level 12. Tequila wird hochprozentiger. Ich kenne mich mit Gärten aus, du dafür mit Pokémon. Und noch einen 1000 Pokédollar-Ball, ein Netzball. Aber lange Rede, kurzer Unsinn, gehen wir zu Dick und Doof. Sag mal, was ist das Pokémon Flabibi ein Begriff? Oh, verstehe, du hast also schon den Eintrag dafür in deinem Pokédex. Von einem Trainer, den der Professor persönlich ausgewählt hat, hätte ich nichts anderes erwartet. Dieses Flabibi gehört, halt dich fest, dem Pokémon-Typ Fee an. Das ist ein ganz neuer Typ, der erst seit kurzem unterschieden wird. Wir klingen zwar 50 Jahre älter, aber scheiß drauf. Das bedeutet natürlich auch, dass alles, was über den Wechselwirkung zwischen den Typen zu wissen, glaubt, auf den Kopf gestellt wurde. Deshalb haben wir auf Wunsch von Professor Platan Pokémon-Typ Fee gegenüber diverse anderen Typen antreten lassen. Ich heiße Sina, ein schöner Name für ein schönes Mädchen. Ich bin Dexio. Ihr seid auch besser bekannt als dumm und bescheuert, blöd und blöder, dumm und doof. Vor 2 Jahren hat mir Professor Platan einen Pokémon samt Pokédex anvertraut. Und du stehst erst hier? Man könnte auch sagen, ich bin in der gleichen Situation wie du, nur dass ich inzwischen schon ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt habe. Und deswegen stehst du immer noch hier. Was sagst du? Soll ich dir den Weg zum Pokémon-Labor zeigen? Nein. Nicht? Warum denn so schüchtern? Na, sag einfach Bescheid, wenn du euch anders überlegen solltest. Oh! Als ob man... Haben die echt so Schiss, dass man sich verlaufen könnte? Alles klar, dann kommt mir keine Müdigkeit vorschützen. Oh Gott, ey. Habt ihr echt Angst? Man verläuft sich in der Stadt. Gut, man kann sich theoretisch verlaufen. Aber das muss man auch erstmal hinkriegen. Na, wie verstehst du dich mit Kaumalot? Ach so, ich bin ja die männliche Stimme. Och, egal. Je mehr du mit deinem Pokémon herumläufst, desto enger wird eure Freundschaft. Guck dir mein Ciana an. Hat sich auf Level 7 schon entwickelt. Take this. Bitte sehr, die TM. Och, ist schon wieder die männliche Stimme. Bitte sehr, die TM-Rückkehr. Für Ciana sicherlich schon schön stark. Diese Attacke ist umso stärker, je größer die Zuneigung des Pokémon zu dir ist, dass die Attacke anwendet. Jenseits dieses Tores liegt Illumina City. Komm schon, worauf wartest du? Auf geht's! Ja. Let's go! In der größten Stadt von Kalos. Und da kommen wieder Dick und Doof. Also ich warte vorm Labor auf dich. Wenn du ihr folgst, kommst du direkt zum Labor. Brauche ich nicht mal. Die Kamera ist schneller als die Frau. Die sollte mal Sport machen. Aber zuerst will ich zum Pokémon Center. Ich hab... Sorry für den Mikrofonausfall. Ich hoffe, jetzt ist nicht zu viel, sonst ich rede das dann sonst einfach nochmal nach. Du hast einen weiten Weg von Assis hier hinter dir, aber jetzt bist du ja hier. Ich habe noch nicht mal 2 Orden und das nennst du schon weiten Weg.
Professor Platten erwartet dich im zweiten Stock. Nimm einfach den Aufzug. Habt ihr keine Treppe? Boah, ey, für zwei Stockwerke einen Fahrstuhl benutzen. Ziemlich bequem, die Leute hier. Endlich treffen wir uns. Fein, fein, dann komm doch bitte mal mit. Toll, dass du den weiten Weg aus Sicilia hierher gefunden hast. Ich bin Professor Platan. Na, macht dir das Reisen zusammen mit deinen Pokémon Spaß? Naja, aus jedem wird ein Ei, also sprich, ich habe noch null Pokémon. Ich habe bis auf Roxy kein Pokémon aus der Kalos-Region. Wie gefällt dir das in meinem Team? Bist du schon vielen begegnet? Durch die Eier erst recht sehr viele. Fein, fein, dann will ich mir doch gleich mal deinen Pokédex ansehen. Der explodiert im Vergleich zu normal. So, so, im Zentralbereich der Kalos-Region hast du 36 Pokémon-Arten gefunden, nicht wahr? Na bitte, gute Arbeit. Du hast schon recht viele verschiedene Pokémon getroffen. Irgendwie hast du etwas ganz Besonderes an dir. Du machst einen aufgeweckten Eindruck auf mich. Ursprünglich hatte ich ja geplant, nur ein Kind aus jeder Stadt auszuwählen und mit einem Pokémon auszustatten. Und warum fällt mein Mikro immer aus? Das ist momentan echt irgendwo ein bisschen Scheibenkäse. Ich kann sonst den ganzen Teil hier rausschneiden und mir was einfallen lassen. Ja! Und du kennst die Kalos-Region noch nicht. Mir war sofort klar, dass du der ideale Kandidat für dieses Unterfangen bist. Hallo Professor, ich bin Senna. Da wären wir. Entschuldigt die Verspätung. Fein, fein. Wollen wir gleich einen Pokémon-Kampf austragen? Kaum sind drei Leute da, fragt er, wollen wir Battle Royale gefühlt machen. Aber wie gesagt, kannst gerne kommen mit deinen Kanto-Startern. Die brennen wir eh jetzt gleich alle kaputt. Tja, mal schauen, ob Tequila das alleine über den Haufen mäht. Wie gesagt, Level 10 müsste eigentlich so gut wie alles ein One-Hit-KO sein. Und am Ende Glumanda. Und weg. Oh, das war wohl nichts. Klasse Leistung aber. Wir bekommen einen Haufen Bargeld. Alles klar, jetzt konnte ich mir ein erstes Bild machen. Ein Bild wovon? Nein, Bild von dem, was Drago kann. Er ist ein sehr interessanter Trainer. Fein, dann bekommt ihr jetzt gleich noch ein Pokémon, das euch auf eurer Reise begleiten wird. Du kannst jetzt weiter so. Und jetzt werde ich hier kurz cutten, weil hier kommt wieder eine Community-Entscheidung. Weil die eine Egglock-Regel ist die Sache, die Community entscheidet, ob ich geschenkte Pokémon aus dem Spiel behalten kann. Also ihr seht mich entweder gleich wieder, wenn das ausgewählte Pokémon einen Namen bekommen hat, oder ja, mitten im Eierlauf, wenn es schlüpft. In diesem Sinne, ihr seht das Resultat gleich.
letztes Jahr gesehen habt. Die Community hat sich dazu entschlossen, der Starter sollte gegen Ei ausgetauscht werden. Und was dabei rausgekommen ist, das sehen wir jetzt. Ich ahn nichts Gutes. Onyx! Yo! Ne Felsnatter! Möchtest du dem geschlüpften Onyx Eis Spitznamen geben? Ja, tut wieder die Community. Wir sehen uns gleich mit dem Namen so, wieder. So, wir haben einen Namen für das gute weibliche Onyx. Vom, ja, Together-Kollegen Nindenyo. Ja, die Parts von Revolution Online müssen wir auch mal, muss ich auch mal weiter hochladen. Da habe ich in letzter Zeit auch so ein bisschen, weil, ja, die Egglock macht am meisten Spaß. In diesem Sinne, Soraya. Soraya werde ich aber erstmal noch auf die Bank packen, weil Soraya ist eine gute Reserve. Ich will erstmal noch das Tauros drinne behalten. Als Normal-Pokémon. Weil wie gesagt, im nächsten Part geht's weiter Richtung Route 5, Vanitea, Magnus Opus Palast. Da gibt's dann so viele Orte, wo dann wie gesagt wieder Eier auf uns warten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, seid bei Twitch dabei. Hinterlasst gerne auch mal einen Kommentar. Und ja, mehr brauche ich wie gesagt nicht. Das Feedback auf Twitch ist immer das Schönste, deswegen seid dabei und bis zum nächsten Mal.